Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, schau mal, das hier ist mein Haus und wir sind Nachbarn. Der Grüne wohnt genau bei mir gegenüber in seinem Häuschen und du wohnst hier drüben. Das ist mein Häuschen. Cool. Wir sind einfach unsere Nachbarn. Hallo Grüne da oben, na, wie geht's? Das ist super, super, super toll cool. Ich muss mein Haus auf jeden Fall noch ein bisschen einrichten. Ich habe ja zwar schon ein Sofa, einen Fernseher und natürlich eine kleine Toilette. Hier oben ist mein Schlafzimmer. Hier könnte ich vielleicht auch noch ein paar Schränke mit reinbauen. Ja, ja, das ist alles so leer, ne? Ein bisschen schöner aussieht. Sind hier relativ wir müssen noch ein bisschen einrichten. Ja, ja, genau. Was machst du denn da schon, Katja? Pink! Dein Haus? Alles pink. Du baust alles pink. Das ist cool. Hallo da drüben, der Grüne. Ich bin gespannt, wie er hier sein Haus einrichtet, beziehungsweise ne, wie das aussehen wird. Okay, ich glaube, ich werde auf jeden Fall erstmal ein paar Möbel holen, um hier mein Haus ein bisschen ne, schöner einzurichten. Dann wird hier, oh, mein zweites Bett hier platziert. Oh. Da habe ich auf jeden Fall schon mal ein Doppelbett. Katja da drüben, hallo. Hey. Katja, du kannst nicht beide Haus einfach mit umbauen. Moment Rosa. Mal. Nee. Ich will keine rosa Straße. Ich kann nicht die ganze Straße in rosa bauen. Aufhör da oben. Das soll blau werden. Der Grüne hat sein Haus grün gebaut. Und Katja, nein, bitte nicht. Ich will das nicht rosa haben. Okay, dann ist jetzt wohl mein Haus auch rosa. Was soll das denn, Katja? Hier wird einfach mein Haus umgebaut. Okay, ich richte es von innen noch ein bisschen Epic. Mehr ein. Ja, bitte. Ich habe keine Lust mehr. Guck mal, kannst du das einfach dann ändern? Ich werde hier gar nichts ändern. Du kannst jetzt mein Haus einfach... Nein. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Vor allen Dingen, hier ist ein einzelner Block noch. Okay, jetzt habe ich ein halb pinkes Haus. Ja, ja, gut. Okay, dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch kleine Schränke. Jawohl. Ich hoffe, die kann ich hier oben noch hin platzieren. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Platz. Ja, ich komme noch kleiner Schrank hin. Mein Schuhschrank kommt unten in den Eingangsbereich hin. Ganz genau so. Ja, Epic, die Schuhe. Warum änderst du das denn nicht? Katja, ich will mein Haus nicht rosa färben. Aber es ist jetzt schon halb rosa. Ich will das nicht. Was ist denn da los? Wie sieht's denn hier aus? Okay, warte mal. Der Grüne richtet die auch schon ein bisschen ein. Oh, das sind schon seine Bettchen. Das sieht cool aus. Okay, ich glaube, ich werde mein Haus blau bauen. Ja, ja, das mache ich. Dazu baue ich mich hier nach oben hin. Mach erstmal, Katja, hier den ganzen rosa Blöcke weg. Was soll das denn? So, die werden hier weggemacht. Zack und zack. Und natürlich hier mit den schönen blauen Blöcken ausgetauscht. Was machst du denn jetzt da unten? Ah, ihr seid beide bei euch. Hallo, der Grüne geht dich besuchen. Oh, cool. Okay, so, da kommt hier natürlich Quarz gleich nochmal hin. Macht Dankeschön. Ihr die Fenster anders? Was ist denn da los? Zack, ja, unter anderem. Zack, zack. Oh, ich bin gespannt, wie ihr hier das Häuschen umbaut. Okay, es wird hier auf jeden Fall erstmal alles schön blau wieder gemacht. Cool, er hat Portale hingesetzt. Jetzt sind wir verbunden. Ihr habt ein Portal bei euch? Was ist denn da los? Das ist ja cool. Cool, dann geh mal zu Epic. Mach das doch bei Epic hin. Hallo. Am besten mehrere. Dann sind wir sehr gut verbunden. Tim, was ist denn da los? Moment mal. So und so. Was macht ihr hier drüben für ein Quatsch hier insgesamt? Ich geh mal hier. Oh, da unten. Hier ist ja wirklich ein Portal. Es geht zum Grün ins Haus. Was ist denn da los? Ihr verbindet hier einfach die Häuser insgesamt. Jetzt ist er bei mir. Ey, ihr seid beide bei mir. Was macht ihr denn jetzt hier? Besser. Das ist meine Toilette, Grüner. Hey, ich höre hier was. Hey, Katja. Hallo. Nein. Wir verbinden hier sicherlich das nicht. Doch. Was ist denn das hier insgesamt? Ich würde, glaube ich, gerne sowas wie so einen Tunnel machen zu dir vielleicht. Ein Tunnel? Katja, ich würde gerne hier durch die Fensterscheibe behalten. Ich will da keinen Tunnel haben. Oh, oh. Hallo, was machst du denn jetzt da oben? Fensterscheibe da hin? Katja, das gefällt mir so aber nicht hier insgesamt. Ja, aber das ist doch nice. Dann sind wir verbunden. Wie ist es das? Hallo, ey, da ist sogar noch ein Loch. Das gefällt mir alles nicht. Oh nein, okay, die ganzen Fensterscheiben färbst du auch um. Dann wird hier oben auf jeden Fall noch der letzte Block ausgetauscht. So, jetzt haben wir hier alles schön blau. Was machst du denn dahin, Katja? Sind das lila Büsche? Was sind da? Ja, lila, du hast recht. Und zack, und zack. Okay, jetzt sieht mein Haus auf jeden Fall wieder schön aus. Ja, bis auf die Verbindung hier, die mir nicht gefällt. Hallo? Nein. Warum habe ich hier ein Loch bei mir? Was macht ihr denn hier nur für Quatsch? Okay, der Grüne hat sich ein grünes Auto hier geholt und platziert das hier vor sein Haus. Nice. Was ist denn hier los mit euch? Ich will nur ein ganz schönes Häuschen hier haben. Und jetzt wird hier alles einfach umgebaut. Tata. Das wird schön. Das passt zu blau gut, glaube ich. Erstmal hier die Verbindung kappen insgesamt. So, hier wird nochmal alles abgebaut. Warum Verbindung kappen? Du hast ja auch einfach meine Fensterscheiben abgebaut, sehe ich gerade. Das kommt alles dann wieder weg. Ich habe gar keine Fensterscheiben, die hier hingehören. Das kommt auch weg. So, dann wird hier wieder zugebaut. Und hier wird auch zugebaut. Du hast hier, oh nein, die ganzen Büsche auch platziert. Und der Grüne ist auch wieder da. Was wird denn hier platziert? Weg hier insgesamt. Ab auf deine Seite. Und du gehst auch auf deine Seite, Katja. Ja. Okay, der hat jetzt hier ein Auto platziert. Naja, okay. Jetzt sieht eigentlich alles wieder so weit so schön aus. Bis auf die Büsche, die so schön aussahen. Und jetzt sind sie einfach lila Büsche hier gewesen. Katja, aufhören mit dem Quatsch.
Hier mache ich zu. Okay. Karte und der Grüne, die machen hier nur Quatsch. Ich will hier ganz in Ruhe wohnen. Oh, das gefällt mir absolut nicht. Okay, Karte ist da drüben wieder. Hey, Grüner! Was ist das denn? Nein. Oh nein, wir haben eine unterirdische Verbindung von seinem Haus zu meinem Haus. Das gibt's doch nicht. Die machen nur Quatsch insgesamt. Das wird alles wieder zugebaut. So, ciao, Kakao. Das ist mir so ein Fies. So und so, alles wieder schön zubauen. Die beiden machen nur Quatsch. Jetzt habe ich hier sogar eine unterirdische Verbindung. Ich höre doch Karte da oben wieder irgendwas machen. Moment mal. So, alles wieder zugebaut. Zack. Ich hoffe, er wundert sich nicht dran hintenher. Katja? Ja. Oh, was machst du denn hier? Pappblümchen? Das ist denn da? So, da ist der Grüne auch schon wieder. Hey, nein. Oh, was macht denn jetzt? Er geht da rum. Oh, er platziert Portale. Naja, okay. Oh nein, Katja, nicht auf meiner Seite hier. Du baust hier das auch alles um. Alles soll einheitlich in der Straße aussehen. Oh nein, wir können hier doch nicht einfach alles rosa bauen, weil dir das gefällt. Ich auch, nee. Das passt doch gut zu blau. Oh nein, was ist denn da los? Jetzt haben wir hier auch irgendwelche Portale die ganze Zeit wieder. Freut dich nicht gegen Schönheit. So, du bleibst jetzt erstmal hier. Und Katja, kannst du auch mal ganz kurz in dein Haus bitte wieder gehen? Ja, ja, gleich, warte. Kurz mal. Nein! Das ist mein. Aufhören mit dem Quatsch. So, ab ins Häuschen, bitteschön. Husch, 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 husch. Rein und ciao. Okay, das ist mies und fies. Der Grüne hier erstmal drin und Katja ist hier auch erstmal drin. Die beiden machen nur Quatsch und ärgern mich hier. Ich muss mir irgendwas überlegen. Vielleicht könnte ich eine Art, ein kleines Gefängnis für die beiden bauen, wo ich sie einsperren kann. Katja hat sich da auch schon wieder rausgebuddelt. Was ist da los? Und der Grüne kommt auch schon wieder. Hallo, hier wird kein Drohnen platziert. Aufhören, du sitzt hier nicht einfach vor meinem Haus im Drohnen. Oh, Katja. Oh, das ist doch voll nice. Oh, nein. Okay, Moment mal. Die beiden machen die ganze Zeit nur Quatsch. Ich werde ein bisschen weiter hier weggehen. Ich glaube, ich gehe nach da drüben hin und werde dort auf jeden Fall für die beiden ein richtig doll, sicheres Gefängnis bauen. Ich muss mir nur überlegen, wie ich die beiden dort hinlocken kann, um sie einzusperren. Aber sobald die beiden hier eingesperrt sind, oh, habe ich meine Ruhe und sie können mich nicht mehr ärgern und ich kann mein Haus schön blau machen und keiner baut mir was um. Okay, dann werde ich auf jeden Fall hier als Grundlage meines Gefängnisses für den Grünen und für Katja die blauen Blöcke benutzen. Hier wird alles zugebaut. Ich werde das auch alles sehr, sehr sicher natürlich bauen mit Lasern und vielleicht sogar ein paar Barrikaden. Und dann muss ich nur noch schauen, wie ich die beiden einsperren kann. Ich habe eine Idee. Ich werde hier ein Loch buddeln, wo es nach unten geht, wo sie dann drin eingesperrt sind. Das ist sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall schon super, 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 super gut. Da unten wird dann der Grüne und Katja drin sein. Okay, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Laser. Sie werden hier nicht rauskommen. Die Laser werden natürlich hier nochmal einmal drumherum platziert, um hier bei Gefängnis noch ein bisschen sicherer zu machen. Hier noch eins in die Mitte. Ich mache das, glaube ich, mal 3 hoch. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Zack, zack und zack. 3 hoch. Dann mache ich die Laser hier einmal drumherum und dann kommen noch Alarme dran und dann muss ich mir überlegen, wie ich Katja und den Grünen hier in mein Gefängnis reinlocken kann. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier vorne wird auf jeden Fall der Eingang sein. Ich glaube, ich mache den so. Ja. Hier, das kann ich nochmal ganz kurz abbauen. Laser sind einmal drumherum. Hier kommt die Alarme hin. Einmal hier drauf. Da würde ich vielleicht hier noch Alarm hin platzieren. Ja, das ist sehr gut. Und ich glaube, Katja kann ich hier vielleicht mit einer kleinen Blümchenspur hinlocken. Und den Grünen vielleicht mit Essen. Oh, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Okay, da kommt hier vorne nochmal ein Alarm hin. Sehr gut. Okay, das ist auf jeden Fall mein Gefängnis für Katja und den Grünen. Dann geht schnellstmöglich wieder zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die jetzt hier für einen Quatsch gemacht haben. Oh nein, ich hoffe, mein Haus steht noch. Da sehe ich die beiden. Katja, hallo! Hallo! Was habt ihr denn hier gebaut? Wir haben alles schön gemacht. Das sieht ja sehr interessant aus hier. Ja. Okay, warum? Guck hier, warte, schau mal. Ja. Das ist ein Herzchen. Okay. Dann haben wir angefangen, also der Grüne darf das Grün behalten, aber ansonsten ist jetzt hier alles pink. Und guck mal, der Grüne hat auch geguckt, dass hier alles bei dir richtig schön eingerichtet ist. Auch drin. Okay, ich habe hier Wasser. So, warum habe ich hunderte? Ich komme nicht mal hier hoch, so viele Blumen sind hier. Egal. Ey, ich will hier mal hoch. Hier sind ja noch mehr Blumen und Kakteen und eine Uhr und was habe ich denn hier alles? Ja, das ist ja wunderschön. Sehr schön, oder? Ja, danke schön. Ja, danke. Und hier gibt es den Tunnel immer noch. Mehr Blumen. Was haben die beiden denn hier angestellt? Okay, ich muss jetzt einfach nur warten, bis es dunkel ist und die beiden schlafen. Dann werde ich die Spuren platzieren und hoffentlich beide in meinem Gefängnis eintüten. Und dann hier komplett aufräumen. Die machen ja nur Quatsch hier insgesamt. Die Verbindung, ja, hier ist zum Glück noch zu. Das ist sehr gut. Da unten ist Katja. Oh, nein. Und es ist dunkel. Okay, schau mal ganz kurz. Katja müsste eigentlich schlafen. Sie hat nicht mal ein Bett. Okay, sie schläft ja auf dem Boden. Das ist schon mal sehr gut. Dann schaue ich mal rüber zum Grünen. Der liegt da auch
brav im Bett. Okay, das bedeutet, ich werde hier erstmal den Weg für den Grünen näher machen. Ihm gebe ich was zum Essen. Ja, ich mache einen kleinen Weg von Essen, werde dann bei ihm klingeln und dann geht's da hinten in meine Falle rein und danach ist Kater dran. Okay, ich muss mich beeilen. Habe ich was zum Essen? Ich habe nichts zum Essen. Guck mal ganz kurz hier bei mir. Und ich hätte Kuchen auch. Oh, sehr gut. Okay, okay, Kuchen nehme ich mit. Okay, damit werde ich jetzt auf jeden Fall eine kleine Kuchenspur platzieren. Einmal vor seinem Haus hier. Dann hier. Dann hier vorne, dass er das auf jeden Fall sieht. Ja, ist sehr gut. Okay, ich habe nur noch 4 Kuchen. Dann platziere ich doch mal hier vorne einen Kuchen hin. Und da vorne ist schon die Falle. Beziehungsweise mein Gefängnis für die beiden. Okay, dann kommt natürlich final nochmal hier ein Kuchen hin. Sobald er den isst, kann ich ihn hier unten reinschubsen. Das klappt super, 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 super doll gut. Okay, dann werde ich den letzten finalen Kuchen direkt bei ihm ins Schlafzimmer platzieren. Vielleicht wacht er auf und will die ganzen Kuchen essen. Oh, wie gut ist das denn? Okay, Kater schläft noch währenddessen. Ja, ja, das ist sehr gut. Und er schläft da oben auch, der Grüne. Tür hat er aufgelassen. Perfekt, kann ich mich hier hochschleichen. Ich hoffe, er wacht auf. So, Kuchen ist platziert. Oh, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Hier entlang, ich muss mich natürlich verstecken, dass er mich nicht sieht. Es geht hier schnell wieder in mein Haus zurück rein. So, und ab nach oben. Ich lusche aus dem Fenster raus. Okay, wacht er auf. Oh, er ist aufgewacht, tatsächlich. Oh, isst er den Kuchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er sieht ihn und er nimmt ihn mit, tatsächlich. Okay, ein Kuchen hat er auf jeden Fall schon. Sieht er den Kuchen? Er hat ihn gesehen. Er sieht den Kuchen hier draußen. Okay, ich verstecke mich ein bisschen besser, dass er mich auf jeden Fall nicht sieht. Er geht hier entlang und der nächste Kuchen wird auch gegessen. Was ist denn da los? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er folgt auf jeden Fall hier perfekt der Kuchenspur. Ich gehe mal nach unten hier lang insgesamt und er ist schon da vorne und holt sich den nächsten Kuchen. Das klappt ja viel besser, als ich dachte. Dann hat er noch den Kuchen. Wie gut. Und das hier ist der letzte finale Kuchen hier bei meinem Gefängnis. Oh, bau den auch ab. Er baut den auch ab. Und Moment, warte, ich kann ihn schubsen. Sehr gut. Hat das geklappt? Hat das geklappt? Und hallo, Grüner. Na, mies und fies. Jetzt bist du hier in meinem Gefängnis drin. Einen habe ich schon mal. Jetzt ist er ganz, ganz da unten eingesperrt. Und jetzt ist Kater dran. Für Kater werde ich Blumen platzieren, die sie hoffentlich näher sieht und aufsammelt. Hallo, Epic. Sieh die Blumen. Was ist denn da los? Blümchen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Blumen werden aufgesammelt. Sie geht da weiter, sie geht da weiter. Da sind noch mehr. Epic hat mir eine Spur gelegt. Epic hat mir eine Spur gelegt. Und am Ende bekomme ich ein cooles Geschenk. Da unten? Was machst du denn hier? Hey. Tschüss. Oh, wie gut. Hey. Hallo, jetzt seid ihr weiter unten. Ihr wart ein bisschen fies. Das hat so doll gut geklappt. Gott, es gibt kein Geschenk. Ihr seid jetzt hier unten eingesperrt in meinem Gefängnis. Warum machst du das? Weil ihr beide komplett alles umgebaut habt und mich geärgert habt. Das komplette Haus habt ihr umgebaut. Alles ist rosa. Ihr habt alles vollgestellt mit hunderten Blumen. Hey. Und ihr bleibt da unten jetzt drin. Ich gebe euch die Blumen. So, bitteschön, viel Spaß insgesamt. Was ist denn da los? Kannst du damit hochbauen? Ihr könnt euch damit nicht hochbauen. Das sind nur 5 Stück. Mies und fies seid ihr. Ihr bleibt jetzt da unten drin. Tschüss. Und ich gehe mein Haus wieder schön bauen. Was ist denn da los? Das gefällt mir auf jeden Fall schon einiges, einiges besser. Es ist noch nicht alles blau, aber schon einiges. Hier vorne schon mal blau gemacht. Da ist wieder natürlich hier auch ausgetauscht. So, kommt auch blau. Sehr gut. Okay, hier das Haus vom Grünen kann ich eigentlich grün lassen. Den Boden werde ich auch nochmal austauschen. Ich gebe doch mal dem Grünen und Kata ein bisschen was zu essen. Vielleicht gebe ich denen auch ihre Bettchen. Obwohl, Kata hatte nicht mal ein Bettchen. Da kann ich einfach mal hier die 2 Grünbettchen nehmen. Ja, 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 okay. Kommst du noch eine kleine Lampe und auch eine kleine Uhr. Können sie auch bekommen. Sehr gut. Okay, vielleicht auch ein bisschen was zum Essen. Ja, ja, ich gebe denen auch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Aber ich kann jetzt hier in aller Ruhe mein Haus wieder schön bauen. Und die beiden sind da hinten einfach in meinem Gefängnis eingesperrt. Das hat ja so, so doll gut geklappt. Moment mal. Katja, hallo da unten. Epic. Ja, was macht ihr denn da? Gib uns noch mehr Blumen. Ihr kriegt keine mehr Blumen. Spawnt euch hier noch raus. Ihr kriegt 2 Bettchen und eine Lampe und eine Uhr. Bitteschön. Habt ihr euch hier wirklich so eine Treppe gebaut? Ihr kommt so nicht raus. Was ist da los? Oh, die was Treppe sagst du jetzt? Geht schon höher, als ich dachte. Oh, oh. Was nein, 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 nein. Hey, aufhören. Ihr könnt nicht einfach die Uhr platzieren. Und jetzt habt ihr noch 2 Betten. Gut. Aber damit kommt ihr niemals hier hoch. Oh, nein, 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 nein. Oh nein. Was ist denn da los, ihr beiden? Ihr bleibt jetzt dafür immer drin. Der Grüne hat hier noch die Lampe platziert. Ihr könnt ihr nicht einfach das Bett auf die Lampe platzieren, auch wenn ihr das muss macht. Woanders hin. Kommt ihr nicht hoch. Ihr bleibt dafür immer drin. Und ich habe hier oben meine Ruhe und kann mein Häuschen schön umbauen. So, Leute. Das war's für dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.